Es war einmal ein in Berlin. Guten Morgen, hier ist Johannes. Ihr hört mich jetzt mal so über den Instagram-Kanal. Für die jetzt letzte Woche meine Nachricht erhalten haben über Frau Krötenherd, da gab es ja die Aufgabe zu lösen, was das für eine Morse-Nachricht war. Und das Lösungswort für die, die es gerne noch rausbekommen wollen, das war Lampe. Also guckt euch nochmal mein Morse-Signal an. Und vielleicht hat der ein oder andere ja das auch gelöst. Und schickt mir mal eine Nachricht über Instagram oder über meine E-Mail-Adresse. Dann sehen wir, wie wir weiterkommen. Okay, diese Woche geht es dann mit dem Morsen weiter. Wie ich schon angekündigt habe, geht es dann Richtung den Calliope nochmal zu programmieren für die fürs Morsen. Und ja, recherchiert nochmal zu dem Thema. Ich schicke euch auch via Schule einmal ein PDF. Dort steht, dort drin ist ein Experiment, wie man ein Calliope umbauen kann in ein Morsegerät. Jetzt haben bestimmt nicht alle von euch ein Calliope zu Hause. Deswegen müsst ihr das erstmal sozusagen simulieren. Und das könnt ihr ganz gut. Ihr könnt, wie ihr jetzt hier sehen könnt, auf meinem Telefon-Display. Ihr könnt mit lab.open-roberta.org die Programmierung schon mal vornehmen. Ihr habt dann quasi wie auf dem Rechner, wie im Medienzentrum bei uns, die Möglichkeit, eben eure Programmierung erstmal sozusagen zu simulieren. Es gibt dann hier drüben diese Simulation und dann könnt ihr hier das Programm erstmal sozusagen testen, bevor es dann, wenn wir uns wiedersehen, hoffentlich bald auf die Hardware, auf die kleinen Calliopes übertragen können. Also, nochmal, geht auf Open Roberta, lab.open-roberta.org, nutzt dazu den Rechner oder ein Smartphone, wählt den Calliope aus. Das macht ihr dann hier, also ich habe jetzt gerade nochmal die Seite neu geladen, wählt den Calliope aus. Wir haben ja hier auch noch andere Systeme, aber was wir jetzt sozusagen erstmal benutzen, ist das Calliope Minisystem. Und dann habt ihr hier sozusagen eben auf der linken Seite die ganzen verschiedenen Programmierfunktionen als Blocksprache. Und hier oben könnt ihr auch nochmal in der zweiten Lasche hier oben könnt ihr umschalten nochmal, indem da erweiterte Funktionen kommen. Ja, den Programmierteil zum Morsegerät, den findet ihr in einem PDF, was ich euch zukommen lasse, über die Schule, über Frau Krötenherd. Und ich hoffe, dass ihr Spaß habt ein bisschen, dass es euch gefällt, was man eben zu Hause mit Bordmitteln machen kann. Schickt mir doch mal eine Nachricht, ob euch das gefällt. Ich grüße euch ganz lieb hier von zu Hause aus. Der Johannes aus dem Medienzentrum. Also, bis bald. Tschüss. Zur Durchführung der Zukunft wird das Programm durch einen Knopf gestartet. That's a good idea.